Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, lieber Herr Vorsitzender de Maizière, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie im Namen der drei Veranstalter hier begrüßen zu können. Das sind die Bundesstiftung Aufarbeitung, Herr Robert Grünbaum ist da, das ist der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello ist unter uns und das bin ich für die deutsche Gesellschaft als deren Bevollmächtigter. Die Veranstaltungsreihe nimmt noch einmal das Jahr 1989 in den Blick und die Folgen. Die Revolution, die für manche Zeitzeugen schon am 9. November zu Ende ging, endet bekanntlich erst 1990, wobei Historiker darüber streiten, wann das genau war. Für beide Daten, nämlich die Volkskammerwahl oder der Tag der Wiedervereinigung, gäbe es gute Gründe. Sie stehen für die beiden zentralen Forderungen der Revolution, Freiheit und Einheit. Forderungen, die sich in den Losungen wiederfinden. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Wir wollen heute über Hoffnungen, Erfolge und Enttäuschungen reden. Die lassen sich auch an den Daten festmachen. So werden Menschen immer versucht sein, sich der Teile des revolutionären Erbes zu bedienen, die in ihr Narrativ passen. Und es wird Leute geben, die die ganze Revolution für sich allein beanspruchen. Sie wollen die alleinigen Erben sein und verkünden dies auch lautstark. Aber wem gehört die Revolution? Auch das ist eine berechtigte Frage mit vielen zulässigen Antworten. Und natürlich gibt es nicht nur Erben, sondern auch Erbschleicher. Die sind besonders zahlreich und halten sich bekanntlich besonders lange. Der Streit um das Erbe erreicht aber auch die Nachgeborenen. Sie sind eingebunden in die Diskussion, wie erfolgreich denn das wiedervereinigte Deutschland ist. Was also haben die Deutschen und Mitteleuropäer aus ihrem Erbe gemacht, könnte man fragen. Denn Erfolg misst man bekanntlich nicht nur an wirtschaftlichen Aufholjagden oder an den Leuchtturm industrieller Entwicklung, sondern auch am mentalen Zustand einer Gesellschaft. Einführend in unsere heutige Diskussion, die von Frau Zanner nachher moderiert wird, wird Frau Professor Prewert, sie ist die Direktorin des Forschungsbereiches Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und Frau Prewert wird gleich das Wort ergreifen. Sie haben es auch. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich denke, man hat mich hierher gebeten, weil ich über die Geschichte der Gefühle arbeite, forsche. Ein Ergebnis davon können Sie übrigens hier im Raum sehen, eine Ausstellung, die ich zusammen mit meiner Tochter über die Macht der Gefühle in Deutschland zwischen 1919 und 2019 angefertigt habe. Darin spielt die Zeit der Bundesrepublik und der DDR und auch des Vereinigten Deutschlands eine große Rolle. Dazu werde ich demnächst auch etwas Genaueres noch sagen. Aber erlauben Sie mir noch eine andere persönliche Vorbemerkung. Wenn ich richtig gezählt habe, bin ich neben Frau Zanner, unserer Moderatorin, die einzige Westdeutsche auf dem Podium, das dann gleich nach meinen 15 Minuten hier Platz nehmen wird. Und das erinnert mich sehr stark an eine Tagung, die ich im März dieses Jahres in Leipzig besucht habe. Auch dort gab es, es war eine riesige Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung und anderer Organisationen. Es ging um politische Bildung. Und auch da gab es ein Forum, ein Panel zum Thema 30 Jahre friedliche Revolution. Ich bin damals das erste Mal persönlich konfrontiert worden mit Gefühlen, mit sehr offensiv geäußerten Gefühlen, die ich bislang nur aus der Zeitung kannte. Das waren Gefühle der Demütigung, der Kränkung. Es fielen Worte vom Podium her, aber mit einer starken Resonanz auch im Publikum, Worte wie Kolonialisierung der DDR oder Ostdeutschlands durch Westdeutschland. Das Anschlusswort kam, was mich immer noch an 1938 und Österreich erinnert, und was ich ganz unpassend fand. Es war die Rede vom Exil und eben immer wieder Demütigung, Demütigung, Demütigung. Das scheint, wenn man sich die Debatte anschaut, die auch in den letzten
Wochen in den deutschen Medien geführt worden ist, eine sehr verbreitete Stimmungslage zu sein. Eine Stimmungslage auch, die und nicht zuletzt, die von Seiten mancher politischer Parteien ganz bewusst und ganz gezielt angereizt, hervorgerufen, bedient wird. Diese Parteien befinden sich vor allem, aber nicht nur, im sehr weit rechten Spektrum unseres Parteiensystems. Die AfD verspricht vorwärts in die Vergangenheit, will zurück in eine Zeit ohne Migranten, ohne Digitalisierung, ohne Europa, mittlerweile auch ohne Klimaschutz, aber mit traditionellen Frau-Mann-Beziehungen. In der Linken, auf der Linken, der breit gefächerten Linken, hat man es nicht so sehr mit der Hausfrau zurück an den Herd, aber man hat auch dort Probleme mit dem angeblichen Heimatverlust, vor allen Dingen in Ostdeutschland mit Europa und der Globalisierung. Und man tut das Seine, um diese Krisenwahrnehmung zu befeuern. Befeuern, das meint, solche Wahrnehmungen zuzuspitzen, zu dramatisieren und zu radikalisieren. Und eine derjenigen, eine sehr beliebte Politikerin, aus gutem Grund sehr beliebte Politikerin, die das vorzugsweise tut und die ich hier auch gerne mal namentlich nenne, ist Petra Köpping, die Integrationsministerin des Landes Sachsen. Sie hat sich als empathische Zuhörerin einen Namen gemacht, ist damit durch weit bekannt geworden, nicht nur in Sachsen, hat darüber ein Buch geschrieben und führt dieses Gespräch seit einiger Zeit mit ihren ostdeutschen Landsleuten, lässt sich von den Sorgen und Nöten berichten und gibt es dann weiter. Das ist zunächst mal absolut honorig, wichtig auch. Und sie hatte offenbar auch eine Marktlücke entdeckt. Aber was sie gleichzeitig tut, was ich sehr interessant finde, was in dieses Bild der Radikalisierung passt, das ist, dass sie diese Sorgen und Nöte der DDR, also der ostdeutschen Bevölkerung oder Teile der ostdeutschen Bevölkerung in einer Weise umformuliert, labelt und framed, wie man heutzutage sagt, dass sie ganz anders rüberkommen. Wenn jemand zu ihr sagt, ja, ich habe Probleme damit, meinen Arbeitsplatz verloren zu haben und jetzt von Hartz IV leben zu müssen, dann antwortet sie, ja, verstehe ich, man hat ihnen ihre Würde genommen. Wenn jemand von Kränkungen spricht, die er erfahren oder sie erfahren hat, weil irgendwelche hochfliegenden Pläne sich nicht realisiert haben, sagt sie, ja, verstehe ich, man hat sie gedemütigt. Und damit sind Begriffe in der Diskussion, Demütigung, Entwürdigung, die es sozusagen an Radikalität, an Dramatik auch nicht fehlen lassen. Diese starken Worte bedienen meines Erachtens drei verschiedene Gefühlslagen. Einerseits eine Opfermentalität, mir ist von anderen etwas Schlimmes zugefügt worden, damit gleichzeitig auch natürlich die Unschuldsvermutung. Zweitens ein Ressentiment, die da oben, die im Westen haben es mir zugefügt und sie haben es sowieso besser als ich. Und drittens ein Gefühl von Trotz und Rache. Jetzt zeige ich es denen da oben, entweder indem ich mich pöbelnd zu Wort melde und meine Widersacher an den vielbeschworenen Galgen wünsche oder indem ich eine Partei wähle, die pöbelt und die Grenzen der Demokratie austestet. Das sind in Brandenburg und Sachsen derzeit ein knappes bzw. ein gutes Viertel der Wählenden. Aber es sind auch nur ein knappes Viertel oder ein gutes Viertel der Wählenden. Drei Viertel derjenigen, die ihre Wahlstimme abgeben, entscheiden sich anders. Und das darf man bei all der öffentlichen Unruhe über diese Entwicklung auch nicht vergessen. Bleiben wir aber zunächst bei diesen offensiv Enttäuschten. Und ich möchte Ihnen dazu drei Thesen vorführen. Die These Nummer eins ist relativ banal. Sie lautet, hohe Erwartungen ziehen unter Umständen tiefe Enttäuschungen nach sich. Je größer die Hoffnung, desto tiefer der Fall. Und damit sind wir bei den Hoffnungen von 1989 und 1990 und bei den Hoffnungspropheten, die damals blühende Landschaften schon bald versprachen. Helmut Kohls Ausspruch stammt aus einer Zeit, in der noch nicht absehbar war, wie kaputt
diese DDR-Landschaften tatsächlich waren. Vor allen Dingen die Industrielandschaften der DDR. Stichworte: geringe Arbeitsproduktivität, marode Infrastruktur, wenige konkurrenzfähige Produkte. Die DDR-Bürger selber wussten es meist besser, wussten um diese Probleme, deshalb ja auch die starke Abwanderung gleich nach der Wende, zum Teil auch schon vor der Wende, die vielen, die nicht mehr warten wollten auf die Besserungen. Der seit Februar 1990 dokumentierte Spruch: kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr, spricht Bände. Die D-Mark kam dann zu einem Umtauschkurs, von dem Ökonomen immer gewarnt hatten und der tatsächlich für die DDR-Wirtschaft das Ende bedeutete. Für die Konsumindustrien des Westens aber ein Segen war und der CDU, CSU, den Wahlsieg brachte. Das war schon bei den letzten DDR-Wahlen im März 1990 abzusehen und dann im Dezember 1990 noch einmal, als die CDU über 42% der Oststimmen bekam. Nun zur Erinnerung, das Bündnis 90 im Ostwahlgebiet lag bei 6%. Die Folgen sind bekannt. Für viele war es der Verlust des Arbeitsplatzes, ein bislang in der DDR vollkommen unbekanntes Phänomen. Für sehr viele war es der Verlust der Betriebszugehörigkeit. Und wir wissen, dass Betrieb viel mehr war als Fabrik und Arbeitsplatz. Es war eine Art von Heimat, auch soziale Heimat. Es führte zu einer weiteren Abwanderung von insgesamt ungefähr 2 Millionen Menschen nach Westen. Vor allem junge Frauen verließen ihre Heimat. These Nummer 2: trotz solcher Negativerfahrungen ist das Gesamtbild in jeder Weise bunter. Zum einen gab es nicht nur die bekannten und nicht zu vergessenden und auch nicht zu übertünchenden betrügerischen Machenschaften aus dem Westen, sondern es gab auch viele DDR-Bürger, die sich ihr Expertenwissen zunutze machten und beste, oft auch krumme Geschäfte machten, sich binnen kurzem ein Vermögen erwarben. Zum anderen gab es ab 1990 zweifellos viele Karrierechancen für Westler, vor allem in der Justiz, in der Wirtschaft, in den Hochschulen, aber auch die ehemaligen DDR-Bürger nutzten ihre Chancen in den Medien, in der Wissenschaft, in der Literatur, in der Politik. Wir kennen unsere Kanzlerin, wir kennen einen ehemaligen Bundespräsidenten mit Ostvergangenheit. Der wichtigste Kulturfunktionär des Landes hier in Berlin ist ein Ostdeutscher. In den Medien sind sie gut vertreten. Drittens gibt es in der Tat blühende Landschaften, frischere Luft und vor allem grundsanierte Städte, die das DDR-Motto, ich glaube, es war auf Greifswald gemünzt, Ruinen schaffen ohne Waffen, konterkarieren. Es ist unendlich viel Steuergeld in diese Städte und Landschaften investiert worden, was, sollte man auch nicht vergessen, der Infrastruktur des Westens entzogen wurde, sodass es dort mindestens ebenso viele abgehängte Städte und Dörfer gibt. Die Schwarz-Weiß-Malerei trifft also nicht zu. Die Wirklichkeit ist grau oder eben bunt. Dass viele sie nicht als solche, nicht als bunt wahrnehmen, dass sie sie verzerrt negativ wahrnehmen, hat meines Erachtens mit einer spezifischen Gefühlsmischung zu tun. Und dazu lautet meine dritte These: Gefühle zwischen Nostalgie und Scham. Nostalgie ist weit verbreitet bei den Enttäuschten. Man erinnert sich gern an die DDR als eine sichere Gesellschaft, ohne Kriminalität, ohne Rechtsradikalismus, ohne Hooligans. Man weiß, dass das nicht stimmt. Man erinnert sich an die DDR als solidarische Gesellschaft mit einem hohen Maß an sozialem Zusammenhalt und ohne Neid. Würde ich ein großes Fragezeichen machen, nach dem, was ich bis jetzt darüber gelesen habe. Es habe in der DDR keine Ellenbogenmentalität gegeben, dafür aber nicht zu vergessen eine Menge inoffizieller Mitarbeiter, Stasi-Mitarbeiter und Bespitzelung. Also eigentlich wird in dieser Erinnerung die DDR als das Gegenbild, als das positive Gegenbild der jetzigen angeblich so neoliberalen Gesellschaft gezeichnet.
das, worüber man früher gemeckert hat, worüber man Eingaben und Protestbriefe geschrieben hat, das ist in Vergessenheit geraten. Und ich finde das sehr interessant, dass ja gerade in der aktuellen Befindlichkeitsdiskussion immer nur von den letzten 30 Jahren die Rede ist. Es geht immer nur um die Zeit 1989 bis 2019. Es geht fast nie mehr, außer bei ein paar Historikerkollegen von mir, es geht fast nie mehr um die DDR-Erfahrung selber. Die ist wie ausgelöscht oder wenn eher positiv konnotiert. Nicht in Vergessenheit geraten ist bei vielen die Erwartung, der Staat möge seine Bürger vollumfänglich versorgen mit Arbeitsplätzen, billigen Wohnungen, billiger Energie. Und wenn er das nicht tut, werden die Fäuste geballt und der Galgen gezeigt. 40 Jahre DDR-Erfahrung hinterlassen eben doch ihre Spuren. Sie hinterlassen nicht nur Sehnsuchtsspuren, nicht nur Wutspuren, sondern auch Schamspuren. Eine Scham, die sich darauf richtet, sich in einem System sehr lange und sehr bequem eingerichtet zu haben, nicht aufbegehrt zu haben, nicht weggegangen zu sein. Und ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang aus einer Postkarte zitieren, die ein Bürger, anonym, aus dem Bezirk Dresden Ende 1985 an Ministerpräsident Willi Stoff schrieb. Langsam packt uns die Panik. Die vielen jungen, geförderten Menschen, die ausreisen wollen. Seit dem Helsinki-Abkommen waren es ungefähr 200.000, die solche Ausreiseanträge gestellt haben. Eine Zahl, die in der DDR nie veröffentlicht wurde. Und weiter. Sind wir wirklich der dumme Rest? Ein Rest, der sich mit Korruption, Gängelung und Kaderherrschaft und auch solchen Phänomenen wie Intershops, die dieser Postkartenschreiber als Kloaken der Moral brandmarkt, zufrieden gab, der sich in Gleichgültigkeit flüchtete und den Alltag irgendwie zwischen Ostseeurlaub und der Einkaufsreise nach Prag organisierte. Es war wie immer in der Geschichte nur eine kleine und sehr mutige Minderheit, die sich seit Anfang, Mitte der 1980er Jahre oft unter dem Dach der Kirchen rebellischer zu Wort meldete und die im September 1989 mit den Montagsdemonstrationen begann. Viele Hunderttausende taten es ihnen seit Oktober 1989 nach. Ohne diese Hunderttausende wäre die DDR nicht zerfallen. Aber viele Millionen taten es ihnen nicht nach. Die blieben zu Hause. Was wissen wir eigentlich über ihre Gefühle, über ihre politischen Einstellungen? Sind sie diejenigen, die sich von der neuen Freiheit überfordert fühlten, die sich in Ressentiments und Exilfantasien fremd im eigenen Land retten, die die Scham in Wut über die angeblich so arroganten, so besserwisserischen westlichen Eliten verwandeln? Kein Zweifel, diese Arroganz und Selbstgewissheit gab es und gibt es unter uns Westlern. Etwas mehr Bescheidenheit, etwas mehr Dankbarkeit für die Gnade der westlichen Geburt wären angemessener gewesen. Aber die gab es auch. Wenn Sie das sehr interessante Buch von Markus Böck, ich glaube, so wird er ausgesprochen, über die Treuhand lesen, finden Sie dort viele Zitate von westlichen Managern, denen man es vielleicht am wenigsten zutrauen würde, die eher zweiflerisch, die eher reflektiert mit dieser neuen Erfahrung umgehen und sich fragen, wie hätte ich eigentlich in dieser Situation 40 Jahre Diktatur gehandelt? Was auch nicht passiert ist, ist das wechselseitige Lernen voneinander. Wenn überhaupt, dann war es ein einseitiges Lernen, ein auch erzwungenes Lernen. Wobei man natürlich auch noch mal darüber reden könnte, was der Westen eigentlich von der DDR hätte lernen können. Im Prinzip hat sich
damit nach 1989 das fortgesetzt, was wir schon vor 1989 beobachten konnten. Der Osten interessiert sich vor 1989 sicherlich auf andere Weise für den Westen, aber dem Westen ist die DDR relativ egal. Das hat sich kurzzeitig geändert in diesen Monaten September, Oktober, November und dann natürlich die Zeit des 1990er Jahres während dieser friedlichen Revolution. Damals gab es auch bis ins Saarland oder nach Konstanz, also so weit, wie man nur fahren kann von Dresden oder Greifswald, gab es eine unglaubliche Bewunderung für die Bürgerbewegung der DDR, für den Mut, den diese Menschen aufgebracht haben, für den Mut, der auch ansteckend gewirkt hat. Danach ist man gewissermaßen in den alten Modus wieder zurückgefallen. Und eben darin, das würde ich behaupten, nicht in einer bewussten, absichtsvollen Demütigung des Ostens durch den Westen. Darin liegt die große Kränkung des Ostens, der darauf jetzt mit einer Beschwörung ostdeutscher Identität, nicht Identitäten, sondern einer ostdeutschen Identität antwortet, wie man in dem Buch, nicht nur in dem Buch von Wolfgang Engler und Jana Hensel nachlesen kann. Ich sehe drei Probleme, die ich in einem Satz zusammenfasse und dann komme ich zum Ende. Erstens verstärkt dieses Beharren auf einer ostdeutschen Identität die Ost-West-Spaltung. Zweitens blendet es die Binnendifferenzierung im Osten aus, also die Unterschiede zwischen denen, die sich in der Bürgerbewegung engagiert haben, die im September, Oktober mit auf die Straße gegangen sind, und denjenigen, den meisten, die das nicht getan haben. Und drittens nimmt es die Binnendifferenzierung im Westen nicht zur Kenntnis, denn auch der Westen ist längst nicht so homogen, wie ihn die Verfechter einer ostdeutschen Identität sich ausmalen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, das Mikro geht. Frau Frevert, ich bitte die Podiumsteilnehmer gerne jetzt hier nach oben. Und möchte mich erst mal herzlich bedanken, dass Sie alle gekommen sind. Freuen wir uns sehr drüber. Ich glaube, uns erwarten uns viele interessante Erinnerungen hier auf dem Podium und auch Einschätzungen. Katharina Zanner ist erstmal mein Name. Ich darf das heute moderieren. Und wir hatten jetzt ja schon von Frau Frevert ein paar einführende Worte, die wir sicherlich nicht alle aufnehmen können. Aber ich kann Ihnen schon mal so viel sagen, dieser Abend heute ist doch sehr subjektiv. Und so ist er auch gedacht, denn wir haben einige herausragende Protagonisten der Wende vor 30 Jahren hier heute auf dem Podium. Und die möchte ich Ihnen jetzt erstmal vorstellen. Frau Frevert haben Sie schon kennengelernt. Ute Frevert, Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle, mit ihren einführenden Worten. Dann gehen wir einfach jetzt hier in der Reihenfolge weiter. Neben ihr sitzt Jan Sicher, Gründungsdirektor des Tschechischen Zentrums in München, zu Zeiten der Samtenen Revolution in Tschechien, ebenfalls vor 30 Jahren Studentenführer. Dann an meiner Seite direkt Petra Pau, die Sie nun sicherlich auch kennen, sehr oft zu sehen, einmal als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und linken Abgeordnete, auch schon sehr lange, viele Jahrzehnte kann man jetzt schon sagen, immer wieder direkt gewählt in den Bundestag. Ja. Dann hier zu meiner Rechten Lothar de Maizière, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft und wirklich der Weltöffentlichkeit bekannt geworden als letzter und erster demokratisch gewählter Ministerpräsident der DDR. Und Ulrike Poppe, last but not least, DDR-Oppositionelle und zuletzt Beauftragte des Landes Brandenburgs zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Herzlich willkommen an alle erstmal hier auf dem Podium. Wir haben jetzt leider nur eine Stunde Zeit, aber wir werden versuchen, möglichst viel zu hören. Und ich muss jetzt leider erstmal mit der ganz klassischen Frage anfangen. Wo waren Sie am 9. November 1989? Lothar de Maizière, Sie waren am Gendarmenmarkt, glaube ich. Ja, ich war in der
französischen Friedrichstadtkirche, so wie in der Kirche meiner Väter. Dort hatte das Konsistorium Manfred Stolpe aufgerufen, die alten Parteien, aber auch die neuen Gruppierungen, so unter dem Motto, wie weiter in unserem Land? Wie soll es denn hier? Wir wussten alle, so kann es nicht weitergehen, aber wo soll es hingehen? Und das Merkwürdige war, das war relativ spät und es kam jemand rein und sagte, die Mauer ist offen. Und ich dachte, jetzt rennen alle raus. Und der moderierende Superintendent Kretschel sagte, zwei Gruppen hätten ihre Vorstellungen noch nicht äußern können. Das wäre nicht fein, wenn wir die nicht auch anhörten. Dafür blieben tatsächlich alle brav sitzen und haben also noch sich sahen lassen von den anderen Parteien, wo sie wohl hin wollten. Und dann sind sie gegangen. Ich bin allerdings nicht zur Mauer gegangen. Denn ich wusste, am nächsten Tag wird die ostdeutsche CDU sich einen neuen Vorsitzenden wählen und das sollte unter Umständen ich sein. Und ich hatte mir am Nachmittag ein paar Notizen gemacht für den Fall, dass ich gewählt werde, was ich den Versammelten erzählen will und wusste, das kannst du jetzt wegschmeißen, das ist nicht mehr brauchbar. Und außerdem, ich hatte ja als Anwalt mit Grenz- und Grenzgelegenen öfter zu tun. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich geht das gut. Also ich war mir nicht sicher. Dass Sie waren schon in Sorge auch, ne? Ja, erheblich. Also, ich meine, das hätte ja nur irgendeiner durchdrehen brauchen. Also ich sah einmal der Oberstleutnant Jäger an der Bornholmer Straße und der Brücke ist für mich nach wie vor Bundesverdienstkreuzverdächtig. Denn der hat seine Leute entwaffnet, die Waffen eingeschlossen und gesagt, so, jetzt machen wir auf. Und jeder weiß, wenn das schiefgegangen wäre, hätte man ihn an die Wand gestellt. Und und er hat also damit etwas in Gang gesetzt, was so vielleicht nicht gewollt war. Ich meine, Schabowski hat es zwar gesagt, gilt ab sofort unverzüglich. Seitdem ist das Wort unverzüglich eines meiner Lieblingsworte. Aber es war dann eben halt auch so. Dann war ja die Planung so, dass das am Wochenende verkündet werden sollte und ab Montag sollten sich die DDR-Bürger in ihren blauen Personalausweis einen Stempel reinmachen lassen, um dem ganzen Eindruck zu geben, als ob staatliches Handeln dahinter steckte, dass das dann eigentlich mit staatlichem Handeln nichts mehr zu tun hatte. Also dieser Amt in der französischen Kirche, abgesehen davon, dass ich bis zu dem Tag noch nie auf einer Kanzel gesprochen hatte, war auch ein völlig neues Gefühl. Und ich weiß auch noch, für die SED damals kam jemand, der nicht auf die Kanzel gehen wollte, weil er sagte, das steht mir nicht zu oder sowas. Mhm. Aber die Kirche hat eine so hundsmiserable Akustik, dass man, wenn man überhaupt gehört werden will, auf die Kanzel steigen muss. Okay, wir gehen mal kurz weiter durch, damit wir das noch schaffen. Frau Pau, ich weiß, bei Ihnen ist es schnell erzählt, Sie haben den 9. November verschlafen. Das ist richtig. Ich war zu Hause, habe meine abendliche Routine gehabt. Erst die aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung der DDR, dann die Tagesschau. Ich habe die Pressekonferenz zur Kenntnis genommen und dachte, ja, ist okay. Also Reisegesetz muss kommen. Also irgendwie, es lag ja in der Luft und dann bin ich schlafen gegangen. Schlicht und ergreifend. Aber haben Sie an dem Abend damit gerechnet, dass da wirklich die Mauer aufgeht? Nö. Also ich ging davon aus, dass das ab dem nächsten Tag irgendwie seinen geordneten Gang geht und irgendjemand das erklärt. Aber um das auch gleich zu sagen, für mich ist das Schlüsseldatum, also auch für mich, was dann alles Weitere betrifft, nicht der 9. November. Das macht mich auch wahnsinnig dieses Jahr rund um diese 30 Jahre. Der 4. November ist für mich das Wichtigste. Das besprechen wir gleich noch, darauf komme ich zurück. Aber jetzt müssen wir einmal kurz die Runde voll machen. Frau Poppe, Ihr 9. November. Ich war damals im Sprecherrat von Demokratie Jetzt. Und in dieser Funktion war ich eingeladen in einem Vorort von Berlin, ich glaube, das war Schildow, dort die Thesen vorzustellen. Und das ganze Dorf war versammelt, es war eine heftige Diskussion. Anschließend bin ich zu einem Geburtstag gegangen im Prenzlauer Berg. Dort war plötzlich der Wein alle, jemand ging Wein holen und er fuhr in der Kneipe, wo er den Wein holen wollte. Der Wirt gab Freibier für die ganze Kneipe aus, erfuhr, dass die Mauer offen sei. Und er kam dann hoch und berichtete, wir waren ungläubig, schalteten den Fernseher an auf allen Sendern, die Szene mit Schabowski. Und wir sind dann kurzerhand, das war kurz nach Mitternacht, dann zum Brandenburger Tor gefahren. Und da war eben für ein paar Stunden auch die Möglichkeit, über die Mauer zu springen. Also sie war ja sehr hoch dort. Wir wurden dann hochgehievt und sprangen auf der anderen Seite herunter und verbrachten dann die ganze Nacht in West-Berlin. Das war ein Fest. Das war ein unglaubliches Fest.
Herr Sicher, bei Ihnen war der entscheidende Tag ja in Tschechien ein bisschen später, aber wie haben Sie gehört von den Ereignissen hier am 9. November? Wissen Sie das noch? Für mich war das eine Vertiefung also vom schlechten Gefühl, dass wir die Einzigen im Schutzpark Sozialismus bleiben. Also ich habe also von der Maueröffnung von der Stimme aus Amerika gehört, also von der Rundfunk in der tschechischen Sprache. Also das war immer abends die Sendung und vorher habe ich schon ein Gefühl gehabt, dass sich die Geschichte bewegt, weil ich bei Theresienstadt ein verlassenes, hässliches, ostdeutsches Motorrad gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, wenn die Ossis also ihre Motorräder verlassen und in die Botschaft in Prag dann weiter per Anhalter fahren, dann tut sich was und habe ich wirklich tiefe Zweifel gehabt, dass ich auch bei uns was tun werde. Aber es tat sich ja noch was, da kommen wir auch noch zu. Frau Fevert, Sie waren ja schon an so vielen Orten, dass mir fast schwindelig geworden ist, was Ihre Arbeit betrifft. Aber da waren Sie damals gerade in Berlin, ne? Ich war gerade in Berlin, habe ein Jahr am Wissenschaftskolleg arbeiten dürfen. Und das war ein Donnerstag, weil da immer abends unser Abendessen, unser sehr feuchtfröhliches Abendessen stattgefunden hat. Und irgendwann rasten alle Leute vor den Fernseher und sagten, die Mauer ist auf, guck dir das an. Wir standen alle vor diesem Schabowski und mir ging es so ähnlich wie Frau Pau. Ich habe gedacht, ja und, was heißt das jetzt? Erstmal schlafen gehen. Ja? Und am nächsten Morgen, als ich aufwachte, hatten dann meine sehr viel kreativeren Mitfellows, kamen dann mit ihren Erzählungen, wie der Engel der Geschichte auf der Mauer entlang gelaufen ist in dieser Nacht. Und ich hatte wieder das Gefühl, du bist einfach immer am falschen Platz. Es ging wahrscheinlich dem einen oder anderen so an diesem Abend. Frau Pau, weil Sie es eben schon angesprochen haben, für Sie war der 4. November viel entscheidender. Ich möchte dazu noch mal sagen, damals demonstrierten 1 Million Menschen auf dem Alex und Sie waren beim Zentralrat der FDJ, genau, das war unter den Linden, wie ich jetzt auch gelernt habe, da wo heute jetzt das ZDF-Hauptstadtstudio ist, so vergehen die Zeiten. Fraunhofen. Was war da genau für Sie der entscheidende Moment? Also es ist ja bekannt, dass ich nicht demonstriert habe, dass ich nicht die friedliche Revolution an dieser Stelle befördert habe. Ich war zu dieser Zeit bei der staatlichen Kinderorganisation der DDR angestellt im Bereich Aus- und Weiterbildung. Und ich sollte mit 2 Kolleginnen an eben diesem Tag ein Referat entwerfen für den Vorsitzenden der Pionierorganisation, der das Weiterbildungsjahr am Montag eröffnen sollte. Der 4. November war ein Samstag. Wir hatten parallel den Fernseher laufen mit der Kundgebung auf dem Alexanderplatz und ich gestehe, das traf uns genauso, wie es uns fesselte. Wenn ich die Rede von Steffi Spierer nehme, der Schauspielerin, die sich wünschte, dass ihre Enkel keinen Fahnenappell mehr haben, na klar ist man dann in dieser Verantwortung erstmal. Und genauso hingen wir aber auch an den Lippen der anderen. Und diskutierten das hin und her, jedenfalls was Sinnvolles bracht man nicht aufs Papier. Und irgendjemand fiel ein, dass es einen Aushang gab, dass die Kantine an diesem Wochenende geöffnet ist. Und wir sind also runter, da wollten uns durch einen Kaffee und anderes inspirieren lassen und trafen dort auf uniformierte und nicht uniformierte junge Männer und auf Gerätschaften im Innenhof des Zentralrats der FDJ, heute Zollernhof, also ZDF, die ich bisher nur der westlichen Polizei und anderen zugeordnet hätte, Räumpanzer, Wasserwerfer und anderes, habe ich also jedenfalls in meinem bisherigen Leben nicht auf den Straßen der DDR wahrgenommen gehabt. Und wir fragten die jungen Männer, die waren alle in unserem Alter, ja, was macht ihr ja eigentlich? Und die erklärten uns, wir sind hier stationiert, um den Durchbruch des Klassenfeindes vom Alexanderplatz und über die Straße unter den Linden am Brandenburger Tor zu verhindern. Und das war für uns der Punkt, wir haben unsere Sachen hier in die Packs nach Hause gegangen. Und sind zwar am nächsten Montag noch zu diesem Weiterbildungslehrgang gefahren, wollten mal gucken, was da Richtungsweisendes erklärt wird, wie es aus Sicht der Leitung weitergeht, aber da fand nichts mehr statt. Ich würde nur hier schon mal anmelden wollen, irgendwann im Laufe des Abends, bevor wir auseinandergehen, will ich nur zu einer Sequenz des Einführungsvortrages nachher hier noch was anmerken. Also es hätte verdient sich, dass wir uns den ganzen Abend damit beschäftigen, haben wir nicht die Zeit, wir sollen heute was anderes machen, aber eine Sache möchte ich nachher hier gerne noch
Okay, erinnern Sie mich, falls ich nicht dran denke. Ich würde noch mal zum 4. November etwas sagen wollen. Der 4. November war die erste genehmigte Großdemonstration in der DDR. Und es war mit einer klugen Strategie verbunden, immer ein Polizist und ein Theaterschaffender oder Kulturschaffender mit einer lila Schärpe, auf der stand keine Gewalt, ging als Paar und dadurch hatte das Ganze also einen friedlichen Anstrich. Und außerdem kam an dem Tag der Witz in die ganze Geschichte hinein. Also es gab Transparente, die können, sollen, müssen, wollen, dürfen. Das ist herrlich. Und die beste Staatssicherheit ist die Rechtssicherheit. Und Grenz wurde mit seinen großen Zähnen geärgert. Gott sei Dank sind diese Transparente alle auch aufgehoben, sind im Deutschen Historischen Museum verwandelt. Aber ich fand also, die können, sollen, müssen, wollen, dürfen, war also unglaublich klug. Und sowohl Schabowski als auch Markus Wolf durften nicht, wollten sprechen, sind aber nicht zum Zuge gekommen. Steffi Spierer mit aus Wandlitz machen wir ein Altersheim und so. Es war ein Hochgefühl, ein Gefühl, dass das möglich ist in dieser Stadt. Also ich war da mit meinen Kollegen und ich hatte auch zwei meiner Töchter mit. Hatte ihnen allerdings gesagt, ihr bleibt immer schön dichter bei Vater, falls hier noch irgendwelcher Ärger passiert. Denn wir hatten ja alle noch ein bisschen im Kopf den 7. Oktober, als der Zug von der Demonstranten vom Palast der Republik zur Getsemanekirche und mit den furchtbaren Ausschreitungen dort geführt war. Also insofern war der 4. schon ein Schlüsselerlebnis. Denn nach dem 9. fing ja erstmal das Sortieren an. Ja, Herr de Maizière, da muss ich jetzt mal kurz reingehen. Sie haben mal so einen schönen Spruch gesagt, dass Ihr beruflicher Werdegang ein einziger Abstieg war. Vom Musiker, Sie sind studierter Viola-Musiker, zum Anwalt und dann zum Politiker. Richtig. Journalist ist noch weiter drunter, aber jedenfalls. Nein, ich habe mich aber auch schon wieder eine Stufe hochgerappelt. Das war natürlich als Promo gedacht. Aber, ist klar. Trotzdem sage ich nochmal, wenn ich nochmal 18 wäre und vor der Wahl stünde, würde ich wieder Musik studieren. Das war etwas besser. Genau. Kann einem gar nicht passieren. Auf jeden Fall. Die Ereignisse haben sich für Sie ja auch etwas überschlagen, weil Sie sind dann wirklich ganz schnell nach oben katapultiert worden. Sie sagten eben schon, am 10. November stand diese Wahl bei der Ost-CDU an, Blockpartei. Sie sind von heute auf morgen dann eben Vorsitzender geworden. Vorher hatten Sie gar kein Amt, ne? Nee, nicht mal Kassierer. Ich habe also. Genau. Ich bin einmal im Jahr hingegangen zur Jahreshauptversammlung, um die Beschlussfähigkeit des Ortsverbandes sicherzustellen. Das sich dann schlagartig ändern. Was hat Sie denn zu dieser Amtsübernahme bewogen? War das preußisches Pflichtgefühl oder die Lust mitzugestalten? Also wir hatten ja im Bereich der evangelischen Kirche, ich war ja Synodaler und Vizepräsident von der Bundessynode, immer wieder um Partizipationsmöglichkeiten gefragt. Und wenn es nun möglich ist, kann man nicht beiseite sehen und sagen, die anderen Freiwilligen sollen mal durchtreten. Also ich habe auch gefragt, die Leute, die mich da angesprochen haben, warum sie, und dann hat er gesagt, naja, wir wollten einen haben, der hinlänglich intelligent ist, einigermaßen organisatorisches Geschick hat, erkennbar kirchennah ist und mit der Blockparteipolitik bisher nicht behaftet und die Fähigkeit, auf große Menschengruppen zuzugehen. Da habe ich gesagt, genau das Letzte bin ich nicht. Also so ein Marktplatz ist für mich auch heute noch was Grauenvolles im Wahlkampf oder sowas. Und da haben sie gesagt, dann müssen wir diese Fähigkeit substituieren, weiß ich noch wie heute. Und es ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Also am 10. war ich gewählt und am 17. war ich stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Kirchenfragen, also bei Hans Modrow, der mich gefragt hatte, ob wir mitmachen. Habe ich gesagt, ja, mache ich mit. Aber Bedingung ist, dass im Artikel 3 der Verfassung die führende Rolle der SED gestrichen wird. Sondern dass also die Parteien freiwillig hier zusammenfinden und nicht mehr Block. Ich hatte ja auch den Block aufgelöst bei der letzten Tagung. Weil ich weiß, dass ich hinkam, sagte, eine historische Tagung. Nicht etwa, weil ich sie leite, sondern weil es die letzte ist. Wir treten heute als CDU aus dem demokratischen Block aus. Und habe gesagt, nur als Freigegebene können wir dann an den runden Tisch gehen, zu dem die Einladung damals schon vorlag, der am 7. Dezember das erste Mal tagte im Bonhoefferhaus an der Ziegelstraße. Runder Tisch, da schlage ich mal kurz den Bogen zu Frau Poppe.
Sie waren ja eigentlich Zeit Ihres Lebens ein kritischer Geist. Sie haben ja schon mit 14 als Schülerin gemeinsam mit Mitschülern einen Brief geschrieben und gefragt, unter anderem, wann denn die Wiedervereinigung kommt. Dieser Brief ist nie abgeschickt worden an die Volkskammer, aber Sie haben ordentliche Ärger gekriegt. Und Sie sind dann auch immer ein kritischer Geist geblieben, was das Regime betraf. Was war da Ihr Hauptantrieb? Ja, als Kind habe ich mich empört darüber, dass man nicht Westfernsehen sehen durfte oder zumindest nicht erzählen durfte. Alle sahen ja, die das empfangen konnten, zu Hause Westfernsehen, aber es durfte darüber in der Schule nicht gesprochen werden. Und ich wusste von den Lehrerkindern, dass selbst die Lehrer, die behauptet haben in der Schule, dort übers Westfernsehen dringt der Geist des Klassenfeindes in die Wohnzimmer. Aber selbst diese Lehrer haben zu Hause Westen geguckt. Und das fand ich also eine Heuchelei und eine Lüge. Das war sozusagen der erste Ansatz als Kind. Außerdem bin ich in der Nähe der Mauer groß geworden in Hunneuendorf. Und zwischen Hunneuendorf und Frohnau ging ja die Grenze. Und habe da so eines miterlebt, schon als kleines Kind. Und später war das dann erstmal ein lebensweltlicher Protest. Also ich fand das nicht in Ordnung, dass wir die westliche Musik nicht hören durften. Oder zumindest wurde kritisiert, weil auch das wieder eine Einschleusung der klassenfeindlichen Ideologie sei. Und sowas fand ich alles nicht in Ordnung. Später dann in den 70er Jahren, habe ich in Frauen für den Frieden. Ja, das war in den 80er Jahren, aber in den 70ern gab es dann so gesellschaftskritische Gruppen, die diskutierten über andere Gesellschaftssysteme, über Rätesystem oder wie Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien und ähnliches. Und in den 80er Jahren war dann meine erste Gruppe Frauen für den Frieden. Eine Gruppe, die sich erstmal gegen die zunehmende Militarisierung der ganzen Gesellschaft gewandt hatte. Dann wurde ich Mitglied der wohl radikalsten Gruppierung, das war die Initiative Frieden und Menschenrechte, die dann auch schon 1987 öffentlich, also kirchenöffentlich in der Gethsemane-Kirche freie Wahlen forderte. Und wenn heute oft gesagt wird, die Opposition wollte nicht wirklich einen Systemsturz, dann kann ich nur sagen, die Forderung nach freien Wahlen war im Prinzip die Idee eines anderen Systems, weil jeder wusste, freie Wahlen würden zur Abwahl der SED führen. Vorbild war ja auch die Charta 77, glaube ich, für Sie, ne? Womit wir Oppositionellen durften alle nicht reisen, also auch nicht in die sozialistischen Länder. Mhm. Aber Charta 77 und allen voran das Buch von Václav Havel, Versuch in der Wahrheit zu leben, war ein Schlüsselbuch für unser Selbstverständnis als Oppositionelle. Herr Siecher, damit sind wir natürlich direkt bei Ihnen gelandet. Sie waren auch ein kritischer Geist wie Frau Poppe, würde ich doch mal sagen. Ich habe dieses Buch abgetippt, ja. Genau, gerade in der Studentenzeit haben Sie unter anderem Bücher abgetippt. Was war für Sie, ich sage jetzt mal, Ihr persönliches Erweckungserlebnis? Ein Bücherschrank mit verbotenen Büchern. Mhm. Als 14-Jährige habe ich Schlüssel von dem Vater bekommen und habe ich festgestellt, dass auch eine lesbare Zeitung existiert. Allerdings, die war 20 Jahre alt. Ja. Also, das war aus dem Jahre 68, als keine Zensur war. Also nicht einmal 20 Jahre. Aber es war alt und das war lesbar. Sonst war mein Weg in die quasi Opposition kulturell, weil alles, was interessant war, war verboten. Und weil wir jetzt so viel schon gehört haben über den 9. November, bei Ihnen war es der 17. Und Sie waren bei der Samtenen Revolution, so wird sie ja genannt, dabei. Diese Demo war ja zunächst offiziell genehmigt und dann ist das Ganze, ich würde mal sagen, eskaliert. Vielleicht schildern Sie mal kurz, wie Sie das damals erlebt haben.
Na, ich wundere mich, dass Sie die Wasserwerfer hier in der DDR nicht kannten und diese also gepanzerte Wagen. Und Demo war am Anfang genehmigt. Wir wussten, dass das weitergeht. Ich habe Angst um meine Frau gehabt, weil sie sparsam ist und wir haben Rucksäcke gehabt. Und wenn die das schlagen, dann platzen die Schlüsselknochen. Also ich wusste, dass ich sie zwingen muss, wenn das die Polizei also schlägt, ihr Rucksack abzuwerfen. Und das ist schwierig bei meiner Frau. Ja, sie stammt aus einem Bauernhof. Also das waren meine Sorgen, weil die Demonstration wurde zuerst 2 Stunden gepresst und erst dann geschlagen. Also eingekesselt im Prinzip. Eingekesselt und zusammengepresst. Und dann sind die Leute hysterisch und dann erst wurde es geschlagen. Bei früheren Demonstrationen wurde früher geschlagen, also war das nicht so spannend. Also die Demonstration war spannend und interessant und das danach war die riesige Überraschung, weil ich wirklich dachte, dass wir so ein Freilichtmuseum des Sozialismus bleiben und die Deutschen also werden frei. Und ich habe auch die Flüchtlinge aus der Botschaft gesehen, als die von der Polizei also in die Busse geführt wurden vor der Demonstration im November und habe ich mir gedacht, ihr haut jetzt ab und wir bleiben hier stecken. Also das war mein Anfangsgefühl der Revolution und dann hat sich das die ganze Zeit, die 30 Jahre, nur verbessert eigentlich. Also hier wurde gesagt, dass hier jemand Heimat verloren hat. Ich habe die gefunden. Ganz kurz zu den Wasserwerfern. Ich habe das erste Mal Wasserwerfer in der DDR erlebt, 1969. Am 7. Oktober, als der Rias hatte behauptet, die Rolling Stones spielen auf dem Springer-Hochhaus. Stimmt. Und wir jungen Leute sind natürlich alle zum Spittelmarkt gereist und dann kamen die Wasserwerfer. Mhm. Frau Pau sagte gerade, vielleicht haben Sie es nicht hören können, Sie seien da noch zu jung gewesen. Das will ich noch anmerken, Herr de Maizière. Ich wollte noch mal sagen, nach dem 9. November, es ist ja nicht so, dass ganz zwangsläufig das alles. Es gab durchaus 3 Denkrichtungen. Es gab die einen, die sagten, jetzt wollen wir den Sozialismus richtig machen, ohne die stalinischen Verwerfungen und verfassten einen Aufruf für unser Land. Und das waren Christoph Wolff und Stefan Heim und so weiter und so fort. Und der wurde auch von... Die zweite große Gruppierung war die, zu denen auch Demokratie jetzt und andere gehörten. Die wollten eine neue DDR haben, klein, bescheiden, basisdemokratisch, himmlisch gerecht. Nur wie man so eine Gottesstadt finanziert, war eigentlich so ganz klar. Moment mal. Demokratie jetzt war am 12. mit dem Aufruf vom 12. September 1989 die erste Gruppierung, die deutsche Einheit in den Blick nahm. Aber Sie werden als sich ein Prozess, so haben wir das damals formuliert, als ein Prozess des Aufeinander-zu-Reformierens. Mhm. Wir haben also einen Reformbedarf natürlich in der DDR gesehen, aber eben auch im Westen. Sie werden sich entsinnen, wir haben in der Zeit einen Abend in meinem kalten Auto gesessen und Sie erzählten mir, was die Demokratie jetzt wollte und ich habe immer gesagt, das geht alles nicht mehr, denn ich kannte bereits das Führerpapier im Gegensatz zu Ihnen und wusste eigentlich, dass die materiellen Voraussetzungen für einen solchen Prozess, wie Sie ihn anstrebten und wie Ullmann ihn vehement vertrat, nicht gegeben war. Und die dritte Gruppierung waren eben die sagten, wir wollen die Einheit so schnell als möglich, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr und sowas. Nicht? Und Helmut, nimm uns an die Hand, führ uns in das Wirtschaftswunderland und was da so für alberne Sprüche auch aufkamen. Auch die blühende Landschaft. Allerdings muss man natürlich sagen, wer sie heute nicht sieht, der ist entweder blind oder blöd oder böse. Herr de Maizière, kommen wir mal zu den Wahlen. Sie waren ja Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland. Dazu gehörte die CDU, der Demokratische Aufbruch und die Deutsche Soziale Union. Mhm. Und Sie bekamen dann doch überraschend fast 50% der Wählerstimmen. Sind Ihnen so ein bisschen die Knie weich geworden, als Sie das erfahren haben? Also ich sage immer, der Tag, an dem ich den größten Schreck in meinem Leben gekriegt habe, das war dieser 18. März. Und wir hatten vorher auch immer noch so gesagt, naja, wollen wir mal sehen.
wie es ausgeht und dann suchen wir uns jemanden neutral in der Mitte oder sonst irgendwas. Aber wenn Sie als Partei 40,8% haben, können Sie nicht mehr weglaufen, denn da rollt das Amt auf Sie zu. Und zumal mit der Allianz, mit der DSU und dem demokratischen Aufbruch waren es 48% etwa. Der demokratische Aufbruch war furchtbar geflattert worden. Der hatte nur 0,9%. Den hängt doch der Schnur im Genick, aber trotzdem war klar, dass wir so. Und dann haben wir dann überlegt, wie wir eine Regierung bilden. Und ich habe mir gesagt, wir brauchen für das, was wir vorhaben, ständig qualifizierte Mehrheiten, ständig Zweidrittelmehrheiten. Und die will ich mir nicht jedes Mal zusammensuchen. Und habe deshalb mit den Sozialdemokraten gesprochen. Und wir haben dann eine große Koalition gegründet. Sie waren bei den Sozialdemokraten viele, die ich aus meiner kirchlichen Arbeit kannte. Mit Höppner war ich in der Synode, mit Richard Schröder kannte ich. Also es war... waren eigentlich unsere Leute. Und insofern ist das ja auch ganz gut gegangen, bis im Sommer 90 Oskar Lafontaine ihnen sagte, sie sollen rausgehen. In der Koalition kann man keinen Wahlkampf machen, was dann auch passierte. Trotzdem bin ich noch heute froh, dass wir diese große Koalition haben bilden können und dass wir auf diese Weise die mitgenommen haben, die vorher schon immer mit uns ähnlich gedacht haben. Also in der Opposition waren eigentlich damals nur die PDS, die Bauernpartei und mehr gar nicht, glaube ich. Frau Pau, ich weiß, damals waren die Wahlen frei und geheim, aber ich vermute mal, Sie haben die PDS gewählt. Waren Sie überrascht vom Wahlergebnis oder haben Sie damit gerechnet? Also nach meiner Erinnerung war ich überrascht über die Deutlichkeit, aber dass die PDS da nun nicht allzu viel reißen wird, das dürfte jedem Zeitgenossen klar gewesen sein. Aber mit dem 18. März, das war für mich schon auch eine Zäsur. Also erstens endete für mich aufregendste Zeit in meinem Leben. Das ist nämlich tatsächlich die Zeit der runden Tische. Und der auch ständigen Auseinandersetzung mit allem, was passierte, öffentlich ausgehandelt wurde. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, die Regierung opponierte und die Opposition regierte über dieses Instrument. Und man war also eigentlich nicht nur gezwungen, sondern ich hatte das dringende Bedürfnis, das alles entsprechend mitzunehmen, war beispielsweise durchaus auch sehr angetan vom Verfassungsentwurf des Runden Tisches als Mitgift für den Prozess der deutschen Einheit. Da stehen ein paar sehr aktuelle Dinge drin, die wir sehr gut heute vertragen könnten. So, mit dem 18. März, dem Wahlsieg der Allianz für Deutschland, war klar, die deutsche Einheit wird kommen. Keiner wusste, wann sie kommt. Keiner wusste, wie sie kommt. Und ich stellte mir als junge Frau die Frage, wirst du hineinverwaltet oder gedrängt von wem auch immer in nicht nur dieses neue Land, sondern in das andere gesellschaftliche System oder kannst du irgendwas mitgestalten? Und ich hatte das große Glück, dass ich dann für meine Partei zur Kommunalwahl hier in Berlin im Mai 1990 kandidieren konnte in Hellersdorf und Bezirksverordnete im Bezirk Hellersdorf wurde und auf diese Art und Weise bei allen Widrigkeiten, allen Debatten und was weiß ich, aber einen Punkt fand, mich nicht nur zu engagieren, sondern auch auseinanderzusetzen, auch mit dem, was bisher mein Leben geprägt hat und auch der Verantwortung, die ich selbst getragen habe als Lehrerin und Funktionärin dieser Kinderorganisation. Darf ich widersprechen? Ja. Sie dürfen kurz widersprechen, dann habe ich noch eine Frage an Sie. Zu Ihnen wollte ich jetzt gerade kommen. Bitte. Also ich denke, nicht erst am 18. März war klar, dass die deutsche Einheit kommt, sondern den meisten war das schon, also eigentlich ab dem 9. November klar, sie wird irgendwann kommen. Aber man wusste in der Tat noch nicht wie und man kannte den Zeitraum noch nicht. Und zu der Zeit im November, als Kohl den 10-Punkte-Plan vorlegte, wurde er ja gefragt, mit welchem Zeitraum rechnen Sie? Und da hat er gesagt, 5 bis 10 Jahre. Und das wird heute manchmal vergessen. Und deshalb war es uns wichtig, erstmal für diesen Zeitraum eine stabile DDR zu schaffen, eine stabile Demokratie und eine Rechtsstaatlichkeit, um dann auf Augenhöhe sozusagen mit der Bundesrepublik Deutschland über die Modalitäten der Transformation und der deutschen Wiedervereinigung zu reden.
Dass aber der Wahlkampf begann etwa Anfang Januar 1990 und als wir dann von einem längeren Zeitraum sprachen als Bündnis 90, hat uns das sehr viel Kritik eingebracht und letztlich auch wirklich die Wahlniederlage, weil die Menschen wollten schnell deutsche Einheit. Ja, das ist gar nicht so der Widerspruch. Also mit diesem Ergebnis war das für mich einfach jetzt manifestiert, es wird nicht mit über 5 bis 10 Jahre sich in irgendeiner Weise, sondern es wird relativ schnell sein. Ich habe in meiner Regierungserklärung gesagt, ich hoffte, dass wir so gut sind, dass wir 1992 wieder mit einer gemeinsamen Olympiamannschaft nach Barcelona fahren. Genau. Also das war so, also ich hatte auch nicht gedacht, ein paar Monate. Naja, dass es so schnell geht, das haben, glaube ich. Bis 10 Jahre nicht, aber ich meine, es war ja auch am runden Tisch, da haben wir den Richard Schröder und ich haben das Wahlgesetz gemacht und ob wir da nun Direktkandidaten oder nur Verhältniswahlrecht haben. Ich sage nur Verhältniswahlrecht, weil keiner sich so in so kurzer Zeit so bekannt machen kann, dass er einen Wahlkreis direkt gewinnen kann. Und so. Und der runde Tisch bleibt außerdem mit dem Gespött meiner Töchter verbunden. In der ersten Sitzung ging es so drunter und drüber, dass ich mich in die Ecke gesetzt habe und eine Geschäftsordnung für den runden Tisch erarbeitet habe, die dann auch angenommen wurde. Und meine Töchter sagen heute, die ganze Republik macht Revolution. Und was macht unser Vater? Der schreibt dafür eine Geschäftsordnung. Aber worauf ich kurz noch mal zurückkommen will, Frau Poppe, Sie haben ja gerade schon selbst gesagt, Sie haben dann überraschend schlecht abgeschnitten bei der Wahl. Aber was mir unheimlich gut gefallen hat, ich hab gelesen, Sie sind noch in der Wahlnacht dann auch teilweise zur politischen Konkurrenz, sage ich mal, gegangen und haben mit denen noch einen Sekt getrunken. Ich habe den Eindruck, es gab doch ein sehr aktives Miteinander, auch was Frau Pau hat gerade anklingen lassen. Konnte man damals besser miteinander reden, auch trotz unterschiedlicher politischer Ansichten als heute? Gab es da eine positive Streitkultur oder wie würden Sie das einordnen? Naja, wir kannten uns vom runden Tisch und ich war ja erst im Haus der Demokratie, da war die Stimmung sehr schlecht. Und jemand Bekanntes aus der Bürgerbewegung rief, erst hieß es, wir sind das Volk, dann hieß es, wir sind ein Volk und ich sage euch, dieses Scheißvolk. Und das fand ich nicht richtig und ich fand es nicht gut und fand auch die Stimmung nicht gut, denn für mich war das Wichtigste, dass es uns gelungen war, die ersten freien Wahlen wirklich stattfinden zu lassen und damit ist erst einmal die Lokomotive aufs Gleis gesetzt, würde ich mal sagen. Also das war der Beginn einer demokratischen Entwicklung und das war für mich ein großer Erfolg und die Wahlniederlage war zweitrangig. Danach bin ich zur SPD gegangen, sie saßen also triefend hinter ihren Bierhumpen und hatten schlechte Laune. Viele haben ja gedacht, dass die SPD den Wahlsieg davonträgt. Und anschließend bin ich dann zur PDS gegangen und dort flogen die Sektkorken. Und das fand ich also auch nicht in Ordnung. Aber ich zog mich dann mit Lothar Bisky und einigen anderen in das Zimmer von Egon Krenz zurück. Und wir diskutierten dann bis zum frühen Morgengrauen. Ich erinnere mich noch beim Wahlgesetz, war es auch Wolfgang Ullmann, der dafür kämpfte, dass das eine 5%-Klausel enthalten sollte. Und ich habe damals gesagt, bin ich nicht dafür. Und in der Bundesrepublik hat es auch erst 1957 das erste Mal die 5%-Klausel. Wenn Sie, und zwar hofften Sie damals, auf diese Weise die PDS raushalten zu können aus der Volkskammer. Und die kriegt aber 11, ein bisschen Prozent. Und die Bürgerrechtler, die Bündnis 90 zusammengeschlossen hatten, insgesamt 2,9, wenn ich das noch richtig habe. Es war also wirklich, ich bin dann auch noch in der Schönhauser Allee gefahren, da saß der demokratische Aufbruch und leckte sich die Wunden. Wie? Kreisler Straße, gut. Also, jedenfalls. Und das Amüsanteste war, im Palast der Republik war ja die internationale Fernsehwelt aufgebahrt und die hatten mit allen möglichen Leuten gerechnet, nur nicht mit dir. Und ich sah, wie die immer ihre Zettel wegschmissen und sagten, wer ist denn das überhaupt? Und wer fragen wir den mal? Und außerdem ist mir einer so gegen das Schienbein gelatscht, dass ich tagelang damit zu tun hatte, aber andersrum, gut. Okay, Herr Sicher, es heißt ja, hier schon ging es ja alles sehr schnell Richtung deutsche Einheit, aber in Tschechien ging ja irgendwie dann alles doch noch schneller. Um nochmal kurz dahin auch zu blicken, nach dieser Demonstration wurden Sie ja irgendwie zum Studentenführer und Ihre Hauptaufgabe, glaube ich, war, im Land bekannt zu machen, was auf dieser Demo passiert war.
Ja, also wir haben durchgehend Flugblätter geschrieben und dann verteilt und haben wir die Leute überzeugt. Ich habe einen Vorteil gehabt, dass ich in der pädagogischen Schule mit ziemlich schönen Studentinnen war. Die standen also vor dem Fabrikeingang immer 5:30 und haben die Flugblätter also erfolgreich mit Überzeugungskraft also verteilt. Also das war unsere Aufgabe. Wir politisch waren wir vollkommene Jungfrauen. Also unser Vorbild war Jan Palach, der hat sich im Jahre 69 angezündet und getötet, also als Protest. Und dort endete ungefähr unsere politische Vorstellung, also sich zu opfern. Aber über Mehrparteiensystem haben wir was gelesen und aus dem westlichen Rundfunk gehört, also Privatisierung konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also wir wollten also nicht zensierte Presse und wollten wir freien Wahlen ohne Vorstellung, was freien Wahlen sind. Also das war eigentlich lustig. Und die organisatorische Leistung, die 3 Wochen der Revolution war für mich, das war Studentenstreik und ich habe am meisten in meinem Leben gearbeitet, als ich gestreikt habe. Aber Ihre Forderungen wurden ja dann überraschend schnell erhört oder erfüllt. Das war unglaublich schnell, also deswegen kann ich die Berufsrevolutionäre nachvollziehen. Also das ist wirklich ein schönes Gefühl, die Revolution. Die Zeit ist flüssig, also die Leute ändern sich von einer Minute in die andere. Man braucht nicht schlafen, also das ist wirklich etwas Außerordentliches und ich bin froh, dass ich dabei war. Also. Ja, ich fürchte, Herr de Maizière, Sie haben auch damals nicht viel geschlafen. Man weiß gar nicht, wie Sie das alles bewältigt haben. Also, als die Politik begann für mich im Herbst 89, wog ich so 67, 68 Kilo und am Tag der Deutschen Einheit noch 51 Kilo. Ich habe nur noch von Kaffee und Zigaretten gelebt. Und es gibt ja Menschen, die, wenn sie Stress haben, fressen. Und andere, denen steht alles vorm Halse. Und ich gehöre zu denen, die überhaupt nicht gegessen haben in der Zeit. Also es war, gut, dass es nicht noch länger gedauert hat. Ja, also, und ich habe mich auch am 3. Oktober 90 abends ins Bett gelegt und war 3 Tage krank. Ja, das ist wirklich kein Wunder. Ich möchte, Frau Friewald, ich habe Sie ein bisschen gerade außen vor gelassen, aber Sie haben ja sehr viel eingangs gesagt und jetzt möchte ich doch mal ein Stichwort auch aufnehmen, nämlich die Demütigung, weil das alles hatte ja überhaupt sehr viel mit Gefühlen zu tun, das haben wir schon jetzt gehört, Angst, Euphorie, Lust mitzugestalten. Herr de Maizière, bei all dem, ich meine, Sie kamen plötzlich mit den höchsten politischen Köpfen zusammen, Sie ohne viel politische Erfahrung oder fast ohne politische Erfahrung mussten Sie plötzlich politisch auf höchster Ebene mitgestalten. Und das war ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, die Sie getragen haben oder sicherlich gefühlt haben. Gab es mal einen Moment, wo Sie sich gedemütigt gefühlt haben? Nee, dann nach der Wiedervereinigung musste ich zum Landgericht, um mich als Anwalt neu vereidigen zu lassen. Und das war bei einem jungen Richter, der mein Sohn hätte sein können. Und der hat mir in 20 Minuten etwas erzählt, welche Berufspflichten ein Anwalt hat. Und dann hat er mich vereidigt und dann ist er aufgestanden, gab mir die Hand und sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem neuen Beruf. Und da habe ich gedacht, ach Herr Kollege, ich habe schon ein paar Jahre geübt, das wird schon werden. Im stillen Innern habe ich gedacht, mein lieber Freund, ich habe Verträge verhandelt und das war hier, an die du dein ganzes Leben nicht rankommen wirst. Aber ich fand das schon eine ziemliche Unverschämtheit zu sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem neuen Beruf. Gut. Aber Helmut Kohl aber zum Beispiel, das war doch einer, ich meine, neben so jemandem dann zu bestehen. Ja, eine Männerfreundschaft ist nicht geworden zwischen uns beiden. Und sie wurden immer dünner. Liegt auch daran, dass wir uns beide keine Mühe gegeben haben, daraus eine Freundschaft werden zu lassen. Ich war eben zu östlich und protestantisch und preußisch. Das war eben, ich habe mir gesagt, mit der Wiedervereinigung wird Deutschland östlicher und protestantischer werden. Da hat er mir gesagt, hätte er gehört, ich will kein anderes Deutschland und von schon gar nicht protestantischer oder sowas. Also das war ihm ziemlich zuwider. Trotzdem, er hat bis zum 3. Oktober, insbesondere auch außenpolitisch, alles richtig gemacht. Die wesentlichen Fehler sind nachher in der Innenpolitik passiert, in der Wirtschaftspolitik passiert.
Er hat Mitterrand wieder eingenordet, der nicht so sehr begeistert war. Frau Thatcher war auch nicht mehr einzunorden, die war von Anfang an dagegen. Ich weiß, zu mir hat sie gesagt, zweimal haben wir die Deutschen geschlagen und schon wieder stecken sie den Kopf aus dem Fenster raus. Da muss man erst mal eine Antwort sich einfallen lassen. Und den schwierigsten und den weitesten Weg musste Michael Gorbatschow gehen. Und letztendlich hat es ihn ja auch seine Position und seine Beliebtheit gekostet, dass er diesen Weg mit uns gegangen ist. Eine Anekdote muss ich jetzt doch noch erwähnen. Angela Merkel war ja ihre stellvertretende Regierungssprecherin. Und da gab es wohl eine Szene, bei den 2+4, als der 2+4-Vertrag unterschrieben werden sollte in Moskau. Den Kugelschreiber haben sie übrigens mitgehen lassen. Füllfederhalter. Ach so, ein Füllfederhalter. Nein, meine Mutter schreibt ja nicht mit dem Kugelschreiber. Nee, klar. Aber jedenfalls war das schon ein besonderer Moment. Und sie haben Frau Merkel, weil die ja nun des Russischen mächtig war, wohl vorher auf die Straße geschickt, dass sie mal horcht, wie die Russen so denken, ne, über die deutsche Wiedervereinigung. Und sie kam wieder und sagte, es wäre ganz furchtbar. Und die Leute würden sagen, Stalin hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und Gorbatschow ist dabei, ihn zu verlieren. Das war also die Haltung. Und Eduard Shevardnadze sagte zu mir, beeil dich, mach schnell. Ich weiß nicht, wie lange es uns noch gelingt, das, was wir verhandeln, durch den obersten Sowjet zu kriegen, dass der dazu stimmt. Und er hat ja auch lange gezögert, bis er den 2+4-Vertrag ratifiziert hat. Also das Entscheidende war das Tempo, das wir da in Moskau zugelegt haben. Wir hatten Anfang Juni, letzte Tage des Warschauer Vertrages gehabt. Da haben Václav Havel und ich den mit Antal und Masowiecki quasi den Warschauer Vertrag aufgelöst. Da kam der ungarische Botschafter zu mir und sagte, hier in dem Hotel Aktiabraskaja, wo ihr seid, da ist alles verwanzt, wir müssen uns heute Abend in der ungarischen Botschaft treffen. Und dann haben wir da gesessen und ich weiß, zum Schluss sagte Havel, was soll dabei schon rauskommen, wenn ein Historiker wie der Antal, ein Philosoph wie der Masowiecki, wie ein Schriftsteller wie Havel und ein Musikant wie Messier Weltgeschichte spielen wollen. Und das Schöne war, am nächsten Morgen begann Gorbatschow zu reden und brachte ein Zitat von mir an dem Abend, ein Zitat von Havel. Also die ungarische Botschaft war genauso gut verwandt wie das Hotel. wie hieß das damals immer, sowjetischem Beton? 3 Schippen Kies, 1 Schippe Zement, 1 Schippe Mikrofone. Und schon da im Juni sagte Shevardnadze zu mir, wenn wir im Juli zahlungsunfähig werden, dann wird Gorbatschow auf dem Parteitag nicht wiedergewählt werden. Und ich bin dann zu Hause zurück und habe mit Kohl und dann hatte Kohl und Telschik haben binnen Woche den notwendigen Kredit besorgt, um die Zahlungsfähigkeit der Sowjetunion über diesen Parteitag hinweg noch zu retten, weil sonst wäre da schon finito gewesen. Und über diesen Kredit ist auch in der Öffentlichkeit kaum geredet worden oder gar nicht geredet worden, sondern ich glaube, er ist auch bis heute nicht bezahlt. Aber das auch. Aber der gute Wille war da. Ja. Aber ich glaube ja auch zu anderen Dingen. Wir hatten, die DDR brauchte pro Jahr etwa 7 Millionen Tonnen Getreide für Brot, für Futter, für Bier und was nicht alles. Und der liebe Herrgott schenkte uns in dem Sommer eine Rekordernte von 12 Millionen Tonnen Getreide. Und die Bauern teilten uns mit, sie würden das Getreide auf dem Halm anzünden auf den Feldern. Und ich weiß, damals habe ich gesprochen, habe ich gesagt, wenn der wertkonservativste Teil eines Volkes anfängt, die Felder anzuzünden, dann können wir das Ganze nicht mehr festhalten. Und wir haben also Interventionskäufe ohne Ende getätigt, um diese Getreide und 1 Million Schweine vom Markt zu haben. Denn die fingen an, auch die Milch haben sie uns vor die Volkskammer gekippt, wenn sie sich entsinnen vielleicht. Da kamen die Kübelwagen natürlich und kippten dort das ab. Und es war, zumal die Bauern alle sagten, wir haben im Herbst 89 noch zu den Preisbedingungen der DDR gesät und auch Gewissheit gehabt, dass wir diese Preise kriegen. Und nun war der Markt so voll, dass wir das nicht mehr los wurden. Und also das war Staatssekretär Kittel aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, der hat das alles wunderbar geregelt. Ich kannte das Instrument Interventionskäufer bis dahin jedenfalls nicht oder kaum in der Weise. Aber es waren ja nicht nur die großen Linien, die zu gehen waren, sondern auch das tägliche Einerlei, was so passierte. Denn wo geht der Konsum hin? Wo geht die HO hin? Dann hatten wir eine Ministerin für Handel, Frau Reider, die ziemlich hilflos mit diesen Problemen umging. Also
ich möchte nicht noch mal so haben, so eine Zeit. Nee, es gab, man wurde gar nicht fertig, ne, sich um alles zu kümmern. Herr Siecher, dass die deutsche Einheit so schnell kam, war vielleicht gut, weil es sonst nicht geklappt hätte. Aber bei Ihnen ging ja alles noch schneller. War das Vor- oder Nachteil mit den Änderungsprozessen? Wir hören ja gerade, wie viel da passiert bei so einem Umbruch. Das war Vorteil, weil die Tschechen sind nicht reflektiv, sondern praktisch. Ich wollte nur zu Havel. Also er war gut vorbereitet. Also die Charta 77 hat bereits im Jahre 85 sogenannte Prager Appell geschrieben und dort ist zuerst die Formulation im Ostblock, dass die Deutschen selber entscheiden sollen, ob die in zwei Staaten oder im ein Staat wohnen wollen. Ja. Also ich denke, im Ostblock diese Vorbereitung durch die Opposition und dann war Jiří Dienstbier als Charta-Unterzeichner Außenminister. Also dieser Ton, also nicht von der Großmacht, aber doch von einem Nachbar mit der längsten Grenze, war relativ wichtig, atmosphärisch damals. Und was die Schnelle angeht, also wir wollten keine Privatisierung, weil wir uns die nicht vorstellen konnten. Und das war plötzlich dabei. Wir wollten keinen Kapitalismus und keinen Sozialismus. Und plötzlich war der Kapitalismus da. Plötzlich die Skoda an die Deutschen verkauft. Ja, also das war schnell und eine praktische Erfahrung, Sammlung im Prozess. Und dann haben wir festgestellt, dass die Slowaken anderswo sind als wir und haben wir uns geteilt. Ja, also das war Teil der Schnelle. Aber es gab doch schon 68 marktwirtschaftliche Ideen. Otto Schick hat damals auch die Idee vom dritten Weg gehabt und hatte durchaus privatwirtschaftliche Akzente in seiner... Ja, wir haben die Verstaatlichung der Schlüsselwirtschaft noch vor dem Realsozialismus gehabt. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gab 48 kamen bei uns die Kommunisten und schon vorher wurden die größten Betriebe, die Banken und sogar die Filmindustrie verstaatlicht. Also für uns diese flächendeckige Privatisierung war eine Überraschung und wir konnten uns ganz gut vorstellen, dass ein Teil der Schlüsselindustrie in staatlichen Händen bleibt. Und dann gab es eine politische Parole, dass der Staat soll kein Bier brauen, aber die Marke Budweiser, das wollten die Amerikaner, also blieb es staatlich und wir sehen jetzt, dass der Staat ganz gut Bier brauen kann. Ja. Also wir sollten auch Pilsner Urquell behalten. Ja. Genau, immer zurück zum Wesentlichen. Frau Frevert. Ich habe mal eine Frage an Sie, Herr Siecher. Und zwar, wie Sie aus damals, aus tschechischer Perspektive oder tschechoslowakischer Perspektive auf das geblickt haben, was hier in Deutschland passierte. Es war ja, wenn Herr de Maizière gerade nochmal sagt, ja, Havel und der ungarische Ministerpräsident, und man hat sich sozusagen im Warschauer Pakt da nochmal getroffen. Zugleich war deutlich, dass alle anderen Staaten anders funktionieren werden, weil sie für sich sind, während die DDR den großen Bruder hatte, der, an den sie sich wie auch immer anlehnen, anpassen, eingemeinden, mit dem sie in irgendeiner Weise auf jeden Fall kommunizieren würde. Haben Sie das damals eher als Nachteil für die DDR gesehen, so nach dem Motto, ihr könnt ja gar nicht so, wie ihr wollt und wir können es aber, weil wir alleine für uns stehen? Oder haben Sie gesagt, die haben es aber gut? Eher, dass die das gut haben, aber nicht nur konsummäßig, sondern auch als Know-how. Und vor allem für uns war DDR keine selbstständige Kultur. Also wir waren öfter mit Schülern unterwegs und die waren ideologisiert und russifiziert aus unserer Sicht. Also das war keine eigenständige Kultur in uns
unseren damaligen Augen, die Oppositionellen waren ähnlich wie wir, also langjährig, oft geschlagen und so weiter. Also dort war die Kommunikation einfach. Aber in der Tschechoslowakei nach 68 hat niemand mehr also Sozialismus, reales Sozialismus geglaubt. Und ich habe ein Gefühl gehabt, dass in der DDR trotz Westfernseher viele schon. Frau Pau, ich möchte noch mal ein bisschen den Bogen jetzt noch in den letzten 10 Minuten, die wir haben, auch zu heute schlagen. Denn 30 Jahre nach der Wende ist noch mal wieder was anderes als 20 Jahre nach der Wende. Sie haben sich ja durchaus auch distanziert von vielen Dingen in der DDR nach der Wende. Aber heute fühlen sich ja viele Ostdeutsche, das hat Frau Frevert ja vorhin auch anklingen lassen, zweitklassig, abgehängt. Was ist da schiefgegangen Ihrer Meinung nach? Erst einmal, ich verwende für diese Zeit nicht den Begriff Wende, weil ich habe noch ganz genau im Ohr, wer diesen Begriff geprägt hat. Egon Krenz, richtig. Oktober. Genau, er behauptete, wir haben die Wende eingeleitet und meinte damit die SED. Und das ist nun wirklich unwahr. Und deswegen bin ich da also auch ein Stück empfindlich, weil das hat auch was mit der Auseinandersetzung zu tun. Ich habe es vorhin angedeutet, dass ich im Prinzip, natürlich hat man sich auch vorher mit bestimmten Dingen befasst, aber ich habe wirklich mit dem Jahreswechsel 89, 90 begonnen, für mich auch persönlich, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und habe dann in meiner Partei, erst der PDS, und dann, als ich dachte, vieles haben wir jetzt geklärt, ab 2005 mit unseren neuen Freundinnen und Freunden in der Linken, immer wieder nicht nur diese Debatten geführt, sondern das versucht auch dann in nicht nur Beschlüsse, sondern auch dann in praktische Politik umzusetzen, wenn es darum geht, sich mit seiner eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen. Trotzdem, und da habe ich jetzt die Chance, auch gleich auf einen Teil hier zu antworten, also nicht Frau Köpping hat das Wort Demütigung erfunden, sondern das hat, kam jetzt gerade an dem Beispiel der nochmal Vereidigung von Lothar de Maizière. Das ist schon das Empfinden von vielen Menschen im Alltag an unterschiedlicher Stelle gewesen. Da nehme ich mal die Unterstufenlehrerin, also eine Berufskollegin von mir, die aber 20 bis 30 Jahre älter war als ich zu dieser Zeit. Und die dann beginnt ab 1991 bei meinem Mann an der Humboldt-Universität nochmal nachweisen musste, der ist Mathematiker, dass sie lesen und schreiben und rechnen kann und nochmal ihren Abschluss wiederholen musste, damit sie weiter in diesem Beruf arbeiten kann. Jemand, der also erfolgreich gearbeitet hat. Das ist erstmal gar keine materielle Frage, sondern das ist nicht Anerkennung von Lebensleistung und das ist demütigend. Ich weiß noch, wie mein Mann abends nach Hause kam und mir sagte, also ich schäme mich so, was ich da tun soll. Und es ist trotzdem einfach die Situation. Und so haben das viele anders auch erlebt. Und deswegen hat es mich vorhin schon auch fast vom Stuhl getrieben. Ich finde nicht. Also ich diskutiere vieles auch der Thesen von Frau Köpping. Ich habe das Buch gelesen. Aber man kann sie nicht auf eine Stufe mit der AfD stellen. Und ihr Missbrauch auch dieser Dinge, über die wir heute Abend hier reden, das geht nicht. Das Wort Unzucht mit Abhängigen aus der Lessing-Preisrede. Das sind nämlich auch 30 Jahre Einheit und 30 Jahre Gemeinheit. Frau Poppe, Sie haben ja auch durch Ihre letzte Tätigkeit auch viel zu tun gehabt, auch mit Stasi-Opfern. Wo sehen Sie... Wo wirken da alte Strukturen und Erfahrungen nach? Also ist es vielleicht so, dass da noch alte Strukturen teilweise auch nachwirken heute bei dieser Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher, was man jetzt zum Beispiel bei den Tschechen nicht so hat? Das hat Herr Sicher ja schon sehr klar rausgearbeitet. Was ist da bei uns anders gelaufen oder vielleicht auch falsch gelaufen? Ja, da muss man sich dann die einzelnen Bevölkerungsgruppen angucken. Also ich hatte ja in dieser Funktion vor allem auch mit Opfern der SED-Diktatur zu tun.
Es gab zwar es gibt seit Anfang der 90er Jahre die Rehabilitierungsgesetze und es gibt eine Entschädigung, es gibt die Opferrente und so, aber was manche als kränkend oder demütigend empfinden und was auch bei manchen, die unter dem DDR-Regime gelitten haben, zu Verbitterung führt, ist die Tatsache, dass sie möglicherweise nach einem Gefängnisaufenthalt keinen Fuß mehr beruflich auf den Boden bekamen und heute mit einer Mindestrente ihr Dasein fristen, während diejenigen, die damals einfach mitgelaufen sind mit dem System, möglicherweise auch sie verraten haben, die machen an ihnen vorbei, haben an ihnen vorbei berufliche Karriere gemacht und zum Teil haben sie heute noch Macht über sie, weil sie in politischen Ämtern stecken. Und das hat manche doch arg verbittert. Aber das ist jetzt eine spezielle Gruppe. Ich habe ja mit vielen Menschen zu tun gehabt. Und da gab es dann auch auf der anderen Seite diejenigen, die sich als sehr junge Menschen auf die Stasi eingelassen haben und mal eine Verpflichtungserklärung unterschrieben haben, das aber dann bereut haben und eigentlich subjektiv sich nicht als Verräter fühlen, aber jetzt zu spüren bekamen, dass sie in bestimmten Berufen deshalb nicht arbeiten dürfen. Auch das verbittert und auch diese Leute haben sich an uns gewandt. Und dann habe ich in diesem Amt auch bemerkt, dass meines Erachtens der Hauptkonflikt, also der Hauptwiderspruch nicht zwischen Ost und West, sondern der Konflikt zwischen Ost und Ost immer noch schwelt. Also diejenigen, die sich damals dem System entzogen haben, möglicherweise die Faust in der Tasche geballt haben oder aktiv gegen das System gearbeitet haben, können sich mit denjenigen, die damals mitgelaufen sind oder das System getragen haben, immer noch nicht verständigen. Das haben wir zwar als Behörde versucht, einen Rahmen zu schaffen, dass auch die miteinander ins Gespräch kommen. Aber der Graben ist immer noch tief. Herr de Maizière, möchten Sie dazu noch was sagen? Ja, es ist auch eine Altersfrage. Ich sage, es gibt eine 10-10-Generation. Die Menschen, die zum Wendezeitpunkt, wenn ich das Wort noch benutzen darf, 10 Jahre zu alt waren, um noch mal voll durchzustarten, aber auch 10 Jahre zu jung waren, um schon in Ruhestand zu gehen. Die haben wir dann noch durch ein paar Weiterbildungsmaßnahmen zum Versicherungskaufmann, so viel Versicherung kann man gar nicht verkaufen, wie wir Versicherungskaufleute plötzlich haben sollten. Die sind so eine Art verlorene Generation. Aber wenn man mal in die Geschichte guckt, nach großen gesellschaftlichen Brüchen, gibt es immer so eine verlorene Generation, die abgehängt wird und nicht mehr Fuß fassen kann. Es gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich dann denke an die Mörder sind unter uns und draußen vor der Tür und so weiter. Also das ist kein ganz neues Phänomen, sondern das ist eben einfach durch die Geschichte bedingt. Und dann kommt meist noch irgendwie so eine persönliche Kränkung dazu, aber an sich nicht. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte auch Handwerksmeister, die dann gingen und sagten, ja, denn bei der Bank, welche Sicherheiten haben Sie, wenn Sie von uns einen Kredit haben wollen? Der hat aber kein Haus und kein Grundstück, das er als Sicherheit anbieten kann. Und dann fragen Sie nach diesen Sicherheiten. Ich weiß nicht, ich bin einmal in Bernau bei der Sparkasse mit meinem Mandanten war, gesagt habe, wenn mein Mann das alles hätte, was Sie als Sicherheit von ihm verlangen, dann brauchte er Ihren Kredit nicht. Und ich denke, könnte er sein Zeug versilbern und damit seinen Betrieb aufrechterhalten. Mhm. Und es sind eben auch so Widrigkeiten. Die Kommunen haben jetzt kein Geld und zahlen die Rechnung nicht. Und wenn man dem Bürgermeister sagt, pass mal auf, wenn ihr nicht zahlt, dann habt ihr die Mitarbeiter meines Mandanten als Arbeitslose, dann müsst ihr das die bezahlen. Also es hat auch gedauert, bis sich das wieder eingepegelt hatte, wie die kommunale Selbstverwaltung wieder erfunden werden muss. Die war ja 52 zerschlagen worden, so wie die Länder 52 zerschlagen sind. Und mich ärgert eben, dass manche solcher Dinge nun 30 Jahre danach immer noch im Argen liegen. Das ist das Entscheidende. Genau, ich will ganz kurz, weil wir haben in Deutschland 81
81 Hochschulen, also Universitäten, Fachhochschulen. Und nicht eine einzige von diesen hohen Bildungseinrichtungen wird von einem Ostdeutschen geleitet. Und das ist eigentlich Skandal. Genau. Danke, Herr de Maizière. Und da die Zeit gerade zu Ende geht, will ich Sie ganz kurz noch fragen. Herr de Maizière hat ja schon ein Beispiel genannt. Was halten Sie jetzt für ganz wichtig, nochmal anzugehen, 30 Jahre Rückblick, dass das doch weiter zusammenwächst, was sich da zusammengefunden hat damals? Frau Pau, kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit. Respekt und miteinander umgehen im Sinne von Willy Brandt. Sein Zitat wurde immer sehr verkürzt genannt. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Er hat da noch sehr viel mehr hinterher gesagt, was die Voraussetzungen für dieses Zusammenwachsen sind. Lesen Sie es nach. Frau Poppe. Ja, und dann, es reicht nicht zu klagen, sondern man muss sich aktiv einsetzen, um Missstände zu... Natürlich gibt es genug Missstände und natürlich ist das kein Eldorado, der Westen kein Eldorado der Gerechtigkeit. Aber es bedarf eben der aktiven Mitwirkung aller, um die Dinge, die einen schmerzen und die fatal sind, um diese zu ändern. Schön, auch ein schönes Schlusswort, Herr Sicher. Ich finde die DDR jetzt am schönsten. Frau Frevert, kurz. Als Wissenschaftlerin kurz. Muss ich nur sagen, Differenzierung und nicht einfache Gegensätze. Auch gut. Herr de Maizière, ich sehe, Sie wollen noch kurz was sagen. Nee, ich habe mich eigentlich schon genug geärgert. Was Schönes nein, noch zum Abschluss. Nein, was Versöhnliches. Ich glaube, dass wir da ganz andere Probleme zurzeit haben. Für mich war völlig klar, unsere Zukunft liegt in Europa. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie jetzt Europa aussieht, mit Brexit und mit Streitigkeiten sonstiger Art und Italien mit Schuldenproblematik und Griechenland und so weiter. Die Europäische Union hat 2012 den Friedensnobelpreis bekommen. Heute würde keiner mehr auf die Idee kommen, mit der Europäischen Union den Friedensnobelpreis zu geben. Und jetzt noch mal ein Wort von Havel. Er hat mal gefragt, was Europa hat. Er sagte, Europa wird die Heimat der Heimatländer werden. Und das würde ich mir hoffen, dass das wirklich gelingt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen sehr für das Dabeisein hier auf dem Podium. Vielen, vielen Dank und ganz wichtig, weiter miteinander zu reden. Danke.